Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Lucky Blocks Tower. Mit natürlich der großartigen Edina. Hallöchen. Hallo. Hallo. Außerdem sind wir noch von der Partie Nature Boy. Also da haben wir Edina. Hallo, Team Blau. Wir haben Nature Boy Team Grün und wir haben Döner Röschen in Team Gold. Und wir haben alle einen Tower, beziehungsweise muss ich den erst zulosen, deswegen mische ich hier mal ein bisschen rum. Aber bevor wir die Tower zuordnen und uns dann fett battlen, möchte ich noch ein bisschen was erklären. Denn wir haben ja die Gamescom und ich möchte euch ganz kurz sagen, wo, wann, wie ihr mich treffen könnt, wo es Autogramme gibt und so weiter. Ich schreibe das auch nochmal in die Videobeschreibung, da könnt ihr das einfach rausscreenshotten oder rauskopieren im Schnelldurchlauf, Leute, wir legen los. Ich bin am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr an Twitch stand in Halle Nummer 9 und gebe da Autogramme. Außerdem gibt es auch von meinem Merch mega viele Gutscheine. Ich glaube, ich habe Gutscheine im Wert von 1000 Euro. Kein Witz. Für die Supplies komplett ausgerastet. Also da könnt ihr auf jeden Fall nice was abstauben. Genau, am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr auch Autogramme am Tomilo und Mifcom stand. Das ist in Halle 5.1. Am Freitag wieder Twitch, Halle 9. Von 13 bis 14 Uhr habe ich eine Bühnenshow und da werde ich im Anschluss, denke ich mal, noch ein paar Autogramme geben. Und der Abschluss am Samstag, das fetteste Event, von 11 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, auch in Halle 5.1, am Pixel Island stand. Da könnt ihr übrigens noch ein Meet and Greet gewinnen. Da gibt es Autogramme, Meet and Greet Fotos. Da könnt ihr richtig fett noch was abstauben. Also seid auf jeden Fall live vor Ort. Da werden vor Ort noch Leute für ein exklusives Meet and Greet ausgesucht. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Alles in der Videobeschreibung nochmal, falls ihr nicht mitgekommen seid. Und ja, jetzt beginnen wir mal mit dem Video. Wir beginnen mit der Auslosung der Bücher, Edina. Sag mal 1, 2, 3 und 4, je nachdem, worauf du gerade Bock hast. Okay. Okay. 5? Okay, 5. Nein, jetzt. Ach, Kacke, es gibt, ja. Ach, das war, ich dachte, das war ein Joke von dir. Nee. 4. 4, okay. 3, 2, 1. Ja, wow. Okay, dann beginnen wir mit der 4, beziehungsweise der 1. Bei Dönerröschen, der bekommt die Schweiz. Ich glaube, die wollte er extra nicht haben, hat er gesagt. Nature Boy bekommt die Deutschland. Du bekommst die Galaxy. Und ich bekomme die Squid. Oh, die Squid. Dann heißt das, ich habe die Invisible, die Nyan Cats und die Squid-Blöcke. Ganz geil. Genau. Wir looten außerdem hier noch die Kiste. Regeln erkläre ich gleich. Leute, kennt ihr ja alles. Wenn ihr Bock auf mehr Lucky Blocks Tower habt, vergesst nicht, den Abo-Button kräftig zu flanken und eine positive Bewertung abzugeben. Und jetzt, Leute, let's go. 1, 2, 3, 4. Wir öffnen erstmal die Cases. Es gibt nämlich eine ganz, ganz wichtige Regel in diesem Tower-Battle. Und zwar, ich habe das Dogbone, ich hab so ein Knochenschwert, okay. Dann Flawless Quality 9 Damage. Ich weiß nicht, okay. Dann habe ich hier den Burning Stone, Stärke 2. Sehr schön. Und den Thunder Force Bogen, genau. Folgende Regel gibt es nämlich, die kennen ja viele von euch bestimmt schon. Man darf nicht sterben. Also man kann schon sterben, natürlich. Aber wenn man stirbt... Oh, das ist Mega Villager. Was geht ab? Aber ich habe leider nichts, wo ich die mit traden kann. Okay, was haben wir hier? Nuklear Pizza, let's go. Genau, pro Tod, beziehungsweise anders. Ich erkläre das mal ein bisschen genauer. Die Person, die als erstes ins Ziel kommt, ist nämlich sehr entscheidend. Also das Ziel ist da, man muss sich quasi einmal quer nach unten bauen. Und dann passiert nämlich Folgendes. Die Differenz der Tode, beziehungsweise die Anzahl der Tode, werden den Spielern als Items abgezogen. Das heißt, wenn man 8-mal gestorben ist und ein anderer Spieler kommt zuerst ins Ziel, dann werden einfach 8 Items gelöscht. Und das kann, oder mehr halt sogar, also je nachdem, Leute, wenn man richtig viel Pech hat, können das natürlich auch mehr. Der Villager ist Nein, er lebt noch. Okay, sehr schön. Das können halt echt eine Menge Items sein. Also ich weiß doch, als wir das erste Mal die Regel hatten, ist von Cuddy so gefühlt das halbe Inventar gelöscht worden, weil er irgendwie 20 Tode hatte oder so. Also das kann auf jeden Fall ziemlich heftig sein. Bumblebee Material haben wir hier. Aus dem Brunnen kamen, glaube ich, ein paar Hühnchen raus. Na gut. Edina, was geht bei dir ab? Du hast auch einen Villager, wie ich sehe. Ja, also das Beste, was ich momentan habe, ist ein Galaxy-Helm. Ja, der ist mega OP schon. Als ob du das jetzt so schlecht redest. Ja. Oh, ich habe die volle Nyan Cat Rüstung. Sehr schön. Oh, nee. Ich habe Kaiserschmarrn Material gekriegt. Was? Das ist neu, das kenne ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Kaiserschmarrn. Das würde ich, jetzt gerne. Ja, würde ich jetzt auch gerne essen, ey. Oder ja. So. Geh mal weg, Huhn. Nein, Huhn, es tut mir leid. Du bist verbrannt, aber mein Gott, du hast dich auch. Oh, nee. Chris hat einfach schon 3 Tode. Also, wenn der nicht als erstes ins Ziel kommt. Oh, was war das denn? Ach, das war ein Wächter. Ich habe was rausbekommen. Eine werfbare Milch, ein Bumblebee mit Tier. Was hast du bekommen? Oh, mir ist das runtergefallen. Oh. Das war, glaube ich, OP. Oh, Eisen? Okay, das brauchen wir nicht. Das war OP. Was meinst du, was war's? Ich glaube, so eine Galaxy Berry.
Ich habe den Double Infinity Pusher, ein doppelter Unendlichkeitsbogen. Ich weiß nicht, ob der was Besonderes kann, aber der hat auf jeden Fall doppelte Unendlichkeit. Oh nein, Ben, guck. Oh, TNT-Boost. Überlebst du das? Oh nein, einer hat das Exploit-Schwert. Oh, Chris fliegt in die Luft. Chris wird auch wieder sterben. Der hat die volle Five Nights at Freddy's Rüstung, die ist ganz geil. Ich habe aber bekommen ein Sword of the Forgotten Sun? Soll das Sun heißen? Okay, nice und zerstörbar mit Speed und so weiter. Ist nicht schlecht. Oh, okay, geile Schwerter dabei auf jeden Fall. Machen wir. Nein, ich überlebe. Ich hab echt überlebt. Ich habe überlebt. Ich darf auf keinen Fall sterben. Oh nein, ich bin so blöd. Squid. Invisible. Jawohl, Alter, das undefinierbare Gem. Wir bauen uns weiter. Oh Gott. Überlebe ich das? Oh, ich habe es echt überlebt. So nice. Okay, das kommt raus. Oh, das war ein nices Material. Das holen wir uns dann gleich. Ist das hier oben auch gelandet? Nee, ich habe aber irgendwie das Nein. Oh, die Nuklear. Oh, die heben wir für den Kampf auf, Leute. Die sind mega geil. Der Raybogen, der war doch beim letzten Mal so übelst OP, ja, oder? Hier sind ein paar Spawner. Bei dir geht auch gut was ab, höre ich da gerade. Was haben wir noch bekommen? Speedrunner. Nee, Speed, da fahren wir nur runter und sterben. Brauchen wir nicht. Gashand. Diese Handdinger sind nicht immer das Schlimmste. Das kostet dich einfach nur Zeit. Oh, was ist denn das hier? Werfbares Gas? Nein. Was ist denn werfbares Gas, Leute? Oh. Bist du gestorben? Ah ja, du hast... Nein, guck mal hinter dir. Tschüssi. Also warte, ich kann dich erlösen. Bumm. Kein Problem. Oh, nice, wir haben das mal... Ich hab die Baumbazooka? Okay, dann war das, was ich bekommen habe, Leute. Die Baumbazooka. So, jetzt kann ich eigentlich hier runter... Okay, jetzt kann ich hier runter nach der Regel und kann hier mal das Material einsammeln. Geh mal weg hier. Oh, ich habe einen Holz-Fidget-Spinner, sehe ich gerade. Mit 1.000.000 Damage. Und ich habe das Holz-Material, die Holz-Bazooka und noch ein bisschen anderen Stuff, Leute. Sehr geil, okay. Dann machen wir das hier raus, kamen uns hier weiter. Ich bin recht weit schon. Also, ja, wobei geht an, was kriege ich raus? Ein unerwarteter Error. Achso, das hat ganz viele Blöcke. Oh, wartet mal. Ich habe Dias, aber leider nicht genug. Ich habe keine Barrier-Blöcke. Ich habe das. Wartet mal. Ich habe 26. Das heißt, ich kriege genug. Ja, okay, dann kann ich mir nur ein Illuminati-Zeichen ungefähr holen. Das bringt mir leider nichts, Leute. Da verzichte ich dann. Da behalte ich lieber meine Diamanten. Das ist. Oh, eine Spitzhacke, Leute. Was kann die? Lass mich mal kurz schauen hier. Die Ökt Pickaxe mit 100 Damage. Okay. Die Holzschuhe. Oh, damit kann ich ja fliegen. Stimmt, habe ich ganz vergessen, Alter. Ist ja mega nice OP. Nehmen wir. Invisible Sign. No. Was hast du bekommen? Oh, was ist das denn? Gerade. Oh Gott, ich bin ja mega... Oh, nee, ich bin mega schnell. Hey, ich kann die gar nicht angreifen. Oh Gott. What the fuck, was ist denn das? Ich habe Step-Up 1.000.000 oder so. Ich bin einfach gerade den ganzen Turm wieder hochgesteppt. Machen wir, Leute. Es ist kein weiter Weg mehr. Oh Gott, nein. Oh mein Gott, die Holzschuhe haben mich gerettet. So nice, ey. Ich wäre einfach verbrannt. Oh, das war so gut von den Holzschuhen. Ja, die Jagd machen wir mal nicht, Leute. Brauchen wir nicht. Okay, im Brunnen, das kriegen wir da raus. Wir kriegen raus Austria kann ja nicht ich sein. Die Blöcke habe ich ja gar nicht. Ach, ich habe diesen Slime rausbekommen, oder wie? Ja, ist jetzt nicht so nice. Okay, wir bauen den Beacon ab, Leute. Das geht am schnellsten. Aber ich will unbedingt als erstes ins Ziel kommen. Oh, du bist ja mega weit schon, Elina. Also Chris hat auf jeden Fall schon komplett verkackt. Er hat noch den ganzen Turm vor sich. Jonas ist mega weit schon. Hä, ist der schon durch? Nein. Oder? Ich weiß nicht genau. Er ist wieder hochgesprungen. Jonas ist im Ziel. Oh Gott, mich schlägt irgendwas von hinten. Oh Gott, überlebt. Okay, Leute. Race ist zu Ende. Wir sind leider nicht Erster geworden, aber passt schon. Dönerröschen hat das Race gewonnen. Das heißt, Nature Boy muss 9 Items löschen. Elina muss 7 Items löschen. Ich muss 3 Items löschen. Okay, Elina, let's go. Bam. Okay. So, das heißt von oben links 3 Items. Ich weiß noch nicht, welche Items es sind. Ich muss gucken. Und es sind ein Bo. Ja, Mann, voll die schlechten Sachen. Oh, der Rucksack war die 4. Ich habe so Glück gehabt, ey. Oh, Mann, der Rucksack wäre die 4 gewesen. Da habe ich einiges an Sachen drin. Okay, was wurde denn alles gelöscht? Bierhose, das Butcher Blade, Swiss 1000. Oh, ich wusste gar nicht, dass es sowas Krasses gibt. Das Gas zum Werfen, Elektromaterial, Freddy Leggings, Galaxy-Schwert, einige OP-Sachen, die hier gelöscht wurden. Okay, dann rüsten wir uns jetzt aus und dann gibt es das PvP-Battle.
Das finale Battle im Lucky Blocks Tower Duell. Wir haben den Rainbow Helm, die Shade Chestplate, die Shiny Diamond Leggings, den Shade, die Shade Boots. Wir haben auch nice Backup mit Nuclear, mit Nyan Cat, mit Holz, mit Shade, mit Shiny Diamond und so weiter. Wir haben eine Fidget Spinner, wir haben eine Bazooka, verschiedene Granaten, nice Pizza, ein Gas zum Werfen, Milch zum Werfen, einen nicen... Ich hab gar keine Waffe! Wir müssen Vorlieb nehmen mit der Ökt Pickaxe mit 100 Damage, Leute. Heute mal keine Mega-OP-Waffe, wir haben aber leider nichts Besseres, aber passt schon. So, ich beginne mal. Ich will mal unbedingt mit der Holzbazooka treffen. Ich habe, glaube ich, noch nie getroffen. Ah, oh, der kann fliegen, die Sau. Chris! Ah, komm und zack! Ja, oh, ich habe getroffen. Hä, sieht gar nichts ab, oder? Hä, das juckt ihn gar nicht, dass ich hier ihn mit der nicen Holzbazooka... Oh, der hat auch eine Bazooka. Wir nehmen den Godbow. Leute, ich glaube, das ist der... Oh mein Gott, du hast ihn so weggeflext, Selina. Was geht denn ab, ey? Oh, das war meiner, das war meiner, das war meiner. Du hast voll das OP-Shirt, Selina. Lass mich mal in Ruhe. Ja, komm mal her, du. Komm sie mal her, Mo. Ich habe da eine kleine Überraschung für dich, Selina. Bam. Oh, tschüss, Jonas. Ja, das Geld, also es war kein Galaxy-Gas, es war das Nuklear-Gas oder wie es heißt. Auf jeden Fall hat sie weggefetzt. Zack. Oh mein Gott, ey. Naja, ich kann aber fliegen, also juckt mich das nicht. Okay, wir haben aber, ich habe auch was Nices, Selina, wenn du hier Stress mit mir willst. Pass mal auf. Zack. Das ist ja mega nice, ey. Das kriegt Chris auch erstmal ab. Jawohl. Ey, lass mich mal in Ruhe, Dönerröschen. Was willst du hier für Stress? Lass mich. Oh, wie viel Durability ich schon verloren habe. Ist ja schon wieder halb K.O. meine Rüstung. Mein Gott. Also, sobald die Shade-Rüstung im Arsch ist, habe ich auf jeden Fall ein heftiges Problem, Leute. Weil so gut ist meine Waffe hier nicht. Oh, Revival. Jawollo. Bin ich gerade echt gestorben? Hat der mich One-Hit mit dem Bogen gekillt, oder wie? Hä, ich bin schon wieder gestorben. Oh, du schmeißt hier irgendwas runter, ne? Jetzt habe ich das erst gecheckt, aber ich überlebe wegen meinen... Ich weiß gar nicht warum. Wegen meinen Shape Boots, glaube ich, oder so. Ja, Alina, du Sau. Oh, Jonas ist richtig bitter gestorben. Ich habe mich eingetötet. 1200 Rüstungspunkte. Ich habe ein bisschen umgetauscht. Ich brauche aber hier, ich würde sagen, so. 1200 Rüstungspunkte. Ist aber alles zerstörbar, außer die Rainbow. Chris, mach mal keinen Stress hier. Meine Hose gibt halt ihm ultra die Vergiftung, sobald er in meine Nähe kommt. Das ist so. Oh, der hat eine mega coole Waffe. Hatte der eine coole Waffe? Ich weiß gar nicht. Elina, Chris ist später hochgeflogen und ist jetzt aber schon wieder unten. Okay, Leute, wir essen noch die Nuklear-Pizza. Die haben wir ja auch noch. Okay. Läuft bei mir. So. Aber die Hose ist so OP, ey. Oh, Leute, die Hose ist zu OP. Die benutze ich nicht mehr. Die ist ja zu krass, ey. Oh mein Gott. Okay. Wir haben jetzt... sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Wupp. Oh, das war ein Zuckerwurf. Und jetzt der Fidget Spinner. Oh Gott, bin ich schnell. Wow, ja! Oh, oh Gott, ich wäre One-Hit gewesen, Elina. Safe, ich habe nur 10 Rüstungspunkte. Ich habe aber nicht getroffen. Oh man, Leute. Ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Flaggt mal ganz kräftig den Abo-Button, wenn ihr nichts verpassen wollt, Leute. Und klickt auf das Video, um zum nächsten Video zu gelangen. Außerdem könnt ihr mich auf der Gamescom treffen. Fette Gutscheine abstauben, fette Autogrammkarten, fette Fotos, alles fett. Alles in der Videobeschreibung. Checkt das aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.